Ja, hallo, ich bin der Max. Wir befinden uns hier in der Interessentenwaldgemeinschaft in Netze. Wie wir hier sehen können, haben wir hier eine recht große Freifläche. Die ist in den letzten drei, vier Jahren, ist diese Freifläche nach und nach entstanden, aufgrund von Stürmen oder Borkenkäferkalamität. Wie man jetzt sieht hier im Hintergrund, da stehen die letzten verbleibenden Fichten noch auf der Fläche. Die Fläche war bis, wie gesagt, vor wenigen Jahren noch genau mit solchen Bäumen komplett bestockt. Wenn man jetzt guckt, ist die ganze Fläche eine Freifläche geworden. Die haben wir vor eineinhalb Jahren angefangen wieder aufzupflanzen, aufzuforsten. Und durch die ganze Trockenheit im Sommer oder der Rüsselkäferbefall im Frühjahr haben wir in der Kultur doch auch einige Ausfälle gehabt, genauso wie von Mäusen. Und da wollen wir jetzt im Herbst einmal gegenwirken. Der Boden ist jetzt noch etwas feucht, dass wir sagen können, okay, wir können jetzt noch welche pflanzen. Es wäre trotzdem gut, wenn das Wetter mitspielen würde und die nächste Zeit jetzt trotzdem weiterhin mal Niederschlag kommen würde. Wir würden hier heute pflanzen, wir haben hier Küstentannen von der Forstbaumschule Gilsbach. Die Küstentanne ist eine, ich nenne es mal, klimaresistentere Baumart, auch eine Nadelholzbaumart sozusagen, die wir hier pflanzen können. Die ist robuster, deutlich robuster wie die Fichte. Der Borkenkäfer geht hier nicht dran. Sie steht deutlich stabiler durch die Pfahlwurzel, die sie hat, was die Stürme betrifft. So, wir haben jetzt hier sogenannte Containerpflanzen. Die Pflanze ist in einem Container drin, ein durchwurzelter Wurzelballen, den wir hier haben. Der Vorteil ist von diesen Pflanzen, wir werden diese, bevor wir sie pflanzen, noch mal richtig wässern. Somit hat die Pflanze noch einen großen Wasserhaushalt sozusagen direkt an der Wurzel und kann auch mal, wie jetzt gerade, eine etwas trockenere Periode ohne Probleme noch überleben. So, dann wollen wir jetzt sozusagen vorbereiten, dass wir die Küstentannen pflanzen können. Dazu machen wir sozusagen die Frischhaltefolie ab. Dadurch sind die Wurzeln halt geschützt und der Wurzelballen. Die Wurzeln dürfen nicht lange dem Sonnenlicht ausgesetzt werden, besonders jetzt, heute Nachmittag. Jetzt haben wir ja schon recht hohe Sonneneinstrahlung, um die Pflanzen zu schützen. Ich habe jetzt hier eine Pflanztasche dabei, da mache ich die Pflanzen jetzt rein und somit werden sie vom Sonnenlicht geschützt. Die frische Kette bleibt erhalten und ich kann sie so super auch zur Pflanzfläche transportieren. Also wir werden jetzt die Küstentannen mit der Hartmannhaue pflanzen. Das ist das Rodener Pflanzverfahren, was auch hier sozusagen im Waldecker Land in der Forstschule in Roden erfunden wurde. Werden wir diese jetzt pflanzen zur Hacke selber. Wir haben hier einen ergonomisch geformten Griff, hier oben einen Knauf. Haben wir hier das Blatt. Das ist auch für die Wurzellängen, die wir hier haben, auf jeden Fall auch ausreichend. Und mit diesem Pflanzverfahren kann man sehr gut die Pflanzen setzen, hat somit aber auch eine, ich sag mal, recht hohe Leistung zwischen 50 bis 65 Stück die Stunde, die man hiermit händisch sozusagen pflanzen kann. Also wir stehen jetzt hier in der Pflanzreihe. Hier drüben steht die letzte Pflanze, hier ist eine Pflanze ausgefallen. Das sieht man auch ganz gut hier. Die ist von der Trockenheit her. Und hier unten hat auch der Rüsselkäfer dran gefressen, ist diese ausgefallen. Und jetzt geht es darum, dass wir genau hier an dieser Stelle eine neue Pflanze hinsetzen. Und dazu guckt man halt, dass man mit der Hacke hier sozusagen in der Flucht steht. Dann visiert man seinen Platz an, wo man die Pflanze hinsetzen möchte. Wichtig ist, dass wo die Hacke hinkommt in der Erde, dass man mit der Hacke sozusagen ein Dreieck bildet. Man hat hier vorne das Blatt, das erste Bein, das zweite Bein und das gibt ein Dreieck. Dann holt man aus. Die Hacke sitzt so jetzt schon fest in der Erde. Wichtig ist, dass wenn die Hacke sozusagen in die Erde eindringt, dass man den Griff loslässt, damit die Schwingung, die dabei entstehen, nicht in die Hand oder in das Handgelenk des Forstwirts kommen, um somit auch ergonomischer arbeiten zu können. Ist die Hacke noch nicht fest genug drinne,
kann man sie wieder etwas lösen und nochmal zuschlagen. Jetzt sitzt sie weiter. Das sieht man auch hier unten ganz gut, dass sie dementsprechend tief genug in der Erde sitzt. Dann packt man diese hier hinten am Knauf wieder, macht einen sogenannten Ausfallschritt nach vorne. Wichtig ist dabei, dass der Arm dabei weiterhin gerade bleibt, um auch ergonomisch arbeiten zu können. Vor allen Dingen auch in dem Sinne gelenkschonend. Dann geht man wieder zurück, geht dabei neben die Hacke in die Knie und hebelt dabei den Pflanzspalt sozusagen auf. Wir haben eben schön den Pflanzspalt mit dem nach vorne gehen einmal aufgehebelt, haben sozusagen den Pflanzkeller sozusagen so aufgemacht. So, dann muss die Pflanze natürlich mit den Wurzeln in die Erde. Man führt die Pflanze an dem Blatt runter, macht eine gegenläufige Bewegung mit der Hacke, dass die Pflanze schön in die Erde eintauchen kann. Hier ist es jetzt sehr grasig, deswegen ist es gut, wenn man diese Erde, die man sozusagen eben gelockert hat, nochmal so ein bisschen anbricht, dass wenn man jetzt den sogenannten Kellerstich mit der Hacke macht, den macht man nämlich direkt hinter der Pflanze. Und allein durch diesen Kellerstich muss diese Pflanze jetzt schon fest im Boden sitzen. Und wie man das sieht, das tut sie auch. Also wurde bis jetzt hier schon alles richtig gemacht. Dann hebelt man die eben losgemachte Erde nochmal so ein bisschen feste dran. Kann sich dann an der Hacke aufstützen. Durch den Hackenstiel wieder besser nach oben gehen. Wichtig ist jetzt, die Pflanze wieder anzutreten, dass die ganze lose Erde, die jetzt wirklich um den Wurzelhals der Pflanze und so ist, wieder komplett fest ist, damit keine Hohlräume an dem Wurzelbereich entstehen. Und man macht nochmal eine sogenannte Zupfprobe, um zu gucken, ob die Pflanze wirklich fest sitzt. So, und jetzt kann man schon gleich in der Reihe weitergehen und sich den nächsten Pflanzpunkt aussuchen. Ja, das Pflanzen gehört eigentlich zu einem der wenigen Arbeiten sozusagen, die in der Forstwirtschaft als ja weniger gefährlich gelten. Trotzdem ist es wichtig, dass man hier entsprechend der Sicherheit arbeitet, also die Sicherheitsaspekte beachtet und vor allen Dingen auch für die Person selber ergonomisch arbeitet. Und zwar, dass man die Pflanzwerkzeuge zum Beispiel, jetzt hier die Hartmannhaue, dass man die auf jeden Fall immer richtig anwendet und auch ergonomisch anwendet. Dass man Hilfsmittel verwendet, wie zum Beispiel jetzt die Pflanztasche, den Pflanzen zuliebe und auch, dass man sich nicht immer separat bücken muss, um die Pflanzen immer von einer Ecke zur nächsten mitzunehmen. Des Weiteren gehören zu der Schutzausrüstung die Handschuhe, die sind auch sehr wichtig, dass zum Beispiel die Hantaviren, die von Mäusen übertragen werden, dass die im Boden sind, nicht direkt an den Forstwirt weitergegeben werden. Wichtig ist die reißfeste Hose, am besten auch mit Knieschonern. Je nachdem wie der Boden bei der Pflanzung ist, kann ich auch empfehlen, wirklich richtige Knieschoner noch zusätzlich zu verwenden und immer feste Schuhe, auch hohe Schuhe gegen die Stolper- und Rutschgefahren, die wir hier im Wald haben.